Lager unterwegs. Diesmal mit ihrem Promotion-Team auf dem Brandenburg-Tag in Lübbenau. Die jüngsten Besucher freuen sich über die Lagerluftballons, die Eltern über die vielen Tipps für den Lagerbesuch im kommenden Jahr. Der Prenzlauer Bürgermeister Hendrik Sommer nebst Lagergeschäftsführer Christian Herrnjockel sind angereist, um für die Landesgartenschau zu werben. Wir haben 13 Hektar Landesgartenschaufläche, geteilt durch zwei Bereiche. Die wird geteilt durch eine Bundesstraße. Wir haben einmal unseren historischen Stadtpark, wo der südliche Teil als Landesgartenschaufläche herhält. Und wir haben unseren wunderschönen Park am See, direkt mit der Anbindung an den großen Uckersee, einer der größten Gewässer, die wir da bei uns in der Region haben. Die Uckermark ist ja ähnlich wie der Spreewald gesegnet mit einer wunderbaren Landschaft. Lübbenau heißt Spreewald, heißt Wasser, heißt Bürgermeisterpokal im Paddeln. 2010 haben die Prenzlauer den Brandenburg-Tag-Wettkampf gewonnen und auch diesmal treten sie wieder an. Unterstützt von sportlichen jungen Männern holt Sommer sich den Sieg auf den letzten Metern. Der Sieg hilft auch der Lager. Das Preisgeld, 5000 Euro, wird für Lagerwerbung beim Radiosender RS2 ausgegeben.